Herzlich willkommen und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed 2 mit eurem Gabro. Gut, wir haben die Handlanger von dem... Ich weiß gar nicht mehr, war das Mario? Mario, glaube ich, ne? Also Mario sagte, ich soll irgendjemanden retten. Das habe ich getan. Und er hat gesagt, dass ich weitere retten soll. Das habe ich getan. Und die sind jetzt dafür zuständig, dass sie mir irgendwie helfen, glaube ich. Ja. Nein! Es klappt immer noch. Sowas von toll. Sowas von toll. Toll, toll, toll. Klopf. Salve, Ezio. Willkommen und gut gemacht. Mein Heer erstrahlt in altem Glanz. Jetzt wird Silvio erkennen, was für einen Fehler er gemacht hat. Wie sollen wir vorgehen? Ein direkter Angriff auf das Arsenale? Nein, sie würden uns am Tor massakrieren. Ich habe einen anderen Plan. Nehmt meine Männer und verteilt sie im Bezirk. Der Ärger, den sie machen, wird Silvio zwingen, die meisten seiner Wachen abzustellen. Und wenn das Arsenale etwas leerer ist, kann ich hinein und ihn töten. Esatto! Ihr werdet kaum Gegner haben. Hoffentlich schluckt er den Köder. Oh, keine Sorge. Das wird er. Na gut, Position beziehen. Söldner zu strategischen Zielen eskortieren, die von Bartolomeo markiert wurden. Ach, Gott sei Dank. Tun wir es. Weil ich dachte nämlich, dass ich, dass ich selber jetzt Markierungen einstellen müsste, an die ich dann auch meine Leute hinstelle. Aber so ist es natürlich durchaus angenehmer. Nein! Ach, da ist schon wieder. Komm. Genau. Und noch einen und dann haben wir es doch. Genau, jetzt haben wir es doch. Oh, wo sind die denn? Die können wir doch. Die können wir doch folgen. Oder? Wo seid ihr? Komm. Nein, anscheinend können die mir... Okay, die sind jetzt einfach nur mal so rumgelaufen. Na, auch gut. Nein, ich darf nicht da sein. Ach, scheiße, ich hab nur noch einen. Ich hoffe, der eine reicht. Nein, anscheinend nicht. Ich verliere ihn. Dazu, fass ihn, dort! Aber hier ist zumindest noch ein Aussichtspunkt. Weil wir ja unten in der Karte sehen könnt, ist das alles ziemlich, doof. Ich weiß gar nicht, wohin ich überhaupt immer hinlaufen muss. Und daher möchte ich jetzt ein wenig die Karte erkunden. Und hoffe, dass die mir nicht sagen, die sind gleich zu weit wieder von mir entfernt. Ich kann dich sehen, aber du bist zu weit von mir entfernt. Bitte kommen Sie zurück. Dann siehst du, jetzt sehe ich schon mal etwas. Aber ich sehe nicht... Ach so, das sind meine Männer und da hinten irgendwo ist das Ziel. Ich sehe zwar nicht, wo du hinspringst. Da hinten hin. Ich habe heute frisch gefangene Igel. So, alles klar. Und weiter geht's. Ich hatte nur einen kleinen Abstecher gemacht. Na, da hinten sind ja schon wieder Wachen. Obwohl, das scheint so, dass ich die eliminieren. Ach, Ziele eliminiert. 4 Stück. Wie gut. Ich habe genug von dir. Na, der lief doch gut. Ja, klasse. Ja, super. Der war gut. Der hat mir gefallen. Wartet hier auf mein Signal. Wie ihr wünscht.
Okay, ich habe dreimal welche gerettet, also müsste ich noch zwei Aufträge insgesamt meines Erachtens einheimsen. Ich hoffe nur nicht, dass der schon wieder so weit weg ist. Obwohl, ja doch, müsste eigentlich weit weg sein, weil erst dann macht es ja Sinn. Vor allem wegen Randale. Mensch, also manchmal ist die Kamera wirklich, na, suboptimal, sagen wir mal so. Genau mit meinem Dolch. Ach, mit meinem Dolch. Ja, ich habe alle alleine gemacht. Ich brauche euch gar nicht, ihr Pfeifen. Bitte gehen Sie. Haltet diese Danke. Stellung. Wird erledigt. Hier lang. Und noch zwei Stück muss ich eliminieren. Mach das doch. Hat sich das gerade bewegt? Nein, weil ich wollte gerade sagen, diese Sachen bewegen sich doch hier nie. Was die Angehörte. Lassen sich auch immer in irgendwelche. Das, ehrlich. Die sind die Marty McFly. Du feige Sau. Was feige Sau? Ja, da muss ich sofort drüber kämpfen. Ehrlich. So, schöner Backstep wieder. Und noch ein. Ich. Geht doch. Das sind zwar nicht die Ziele, die eliminiert werden müssen, aber. Ups, meine. Ich hoffe. Mein Gott. Muss ich die hier wirklich bekämpfen? Das war nicht wirklich meine. Nee, der haut jetzt ab. So, bevor ich wirklich komplett voll bin, werde ich jetzt ein wenig das wieder runterschrauben. Weil sonst habe ich wirklich das Problem, dass ich gleich diesen ganzen anonymen Kram wieder erledigen muss. Darauf habe ich wirklich keine Lust. Muss ich nur schauen, wo das da unten ist noch. Ja, dann haben wir nämlich das ein wenig eliminiert. Da ist noch so die Codex-Seite drin. Wo sind meine Männer? Wo sind sie? Ah, die Kollegseite will ich mir jetzt. Oh, wo sind sie denn? Muss ich die jetzt alleine erledigen? Oh. Ich nicht weiß, wo meine Leute sind. Da sind sie. Die haben sich versteckt, die Feigen. Man, ja, ehrlich, Feigen sind das. Hier werdet ihr warten. Gebt ein Zeichen, wenn wir zuschlagen sollen. Aber sicher doch. Ja, guck mal, er hat sich sogar das richtig mit den Positionen beziehen. In Erinnerung, dass ich insgesamt so viele hatte. Nun möchte ich gerne ein wenig die Gegend erkunden. Und alle ab. Da muss ich hoch. Sehe ich das richtig? Zack. Nein. Warum hältst du dich denn nicht fest? Wahrscheinlich muss ich gar nicht von der Seite hier hoch. Aber ich versuche es.
Stäbchen. Mit Gottes Hilfe. Ja, das läuft gut. Kann ich mich jetzt hier festhalten? Weil hier am Gitter geht ja nicht. Vielleicht hier drin? Tatsache. Tatsache! Bestimmt kann ich da unten schon irgendwo dran, oder? Nee. Tatsache. Hier oben. Jetzt sind wir wirklich hoch ausnahmsweise mal. Ist das vielleicht das höchste Gebäude? Nee. Ich habe ganz im Hintergrund, glaube ich, noch eins gesehen, was da hinten. Ich glaube, das ist zumindest gleich groß. Oh, jetzt nur in die richtige Richtung springen. Da hinten habe ich was gesehen. Haha. Oh ja. Ich sterbe bestimmt. Knopf, springen und los. Ah, supi. Nun sehen wir auch wieder ein wenig was. Und da hinten ist noch eine Codex-Seite. Wir brauchen ja nur noch 4 Stück an der Zahl. Eigentlich würde ich schon dann sehr gerne noch diese Codex-Seite mir beschaffen. Weil bei 4 Stück, das ist nicht mehr so viel. Eine merkwürdige Art der Fortbewegung. Ja, ja. Kann nicht jeder. Mal schauen, ob hier... Kein Respekt für Nein, kein Respekt. Ich schaue gerade mich hier etwas um. Ach, weißt du was. Da ich die nicht loskriege. Oh. Ich hätte natürlich ganz viel suchen können, wo wieder jemand ist. Aber wenn ich ehrlich bin, hatte ich da jetzt überhaupt gar keine Lust drauf. Klasse. Mal auf der Karte schauen, wo sich hier vielleicht noch eine befindet. Mal schauen. Da sind noch viele. Da ist noch eine. Dann hätte ich eine zweite. Eine dritte. Dann hätte ich sie doch fast alle. Moment mal. 1. Zweite. Okay. Ne, wir gehen da einmal hoch und dann direkt zum nächsten Erinnerungsanfang. Yippie! Ist dahinter ein Schatz versteckt, wenn da so viele Wachen sind? Ich versuche gerade mal einen kurzen Blick zu erhaschen. Nein, ich habe da jetzt nichts gesehen. Oder doch? Ach! Na, ich habe hier jetzt gar nicht mehr mit dem Schatz gerechnet. Umso schöner ist die ganze Geschichte. Okay, da muss ich irgendwie also hochkommen. Ach, und dann auch noch. Und eine Feder! Feder! Nein! Viel zu Feder! Ich meine, wenn sie doch direkt schon vor meinen Augen quasi liegt, dann werde ich die nicht im Stich lassen. Und noch ein Schatz. Und eine Feder. Und ein Turm. Nur leider keine Assassinengräber mehr. Das finde ich sehr schade. Da hätte ich gerne noch ein paar von gemacht. Die haben echt Fun gemacht. Die haben da mal ein bisschen Abwechslung auch hineingebracht. Nun, ich springe. Ist der betrunken? Ja, ja, ist ja gut. Danke. Da kann ich auf jeden Fall hoch. Da kann ich, oder? Das sieht doch gut aus. Na, erstens haben wir. Ich hoffe nur, dass hier nicht irgendwann mal so eine blöde Stelle ist, wie ich sie letztes Mal noch hatte, wo ich gar nicht mehr hochgekommen bin, weil ich irgendwie zu doof war wieder.
Ach, das ist wieder so ein hoher Kirchturm. Das ist vielleicht der hohe Kirchturm, den ich gerade gesehen habe. Weil ich kann das nämlich gar nicht einschätzen. Oder? Ich muss mal schauen. Da hinten ist noch auch noch so ein ähnlich hoher. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Schön drauf stehen bleiben. Karte aktualisiert. Wasser. Ist das da hinten? Boah, ist die doch. Da kann ich reinspringen. Da kann ich auf jeden Fall reinspringen. Und dahin muss ich. Geronimo! Uah, das ist ja mal. Als Sponsor kann ich mir direkt Red Bull besorgen. Das ist doch cool. Mein Gott, ist der übergeschnappt? Jupp. Auf jeden Fall bin ich übergeschnappt. Ach so, hier sind wir dann schon wieder. Das hatte gar nicht so den Anschein gemacht, dass wir hier sind. Gut. Ah, da seid ihr ja. Ist es getan? Ja, alle eure Männer sind in Stellung. Bene, bene. Nehmt dies. Ihr wisst ja, wie man damit umgeht. Findet den höchsten Punkt im Bezirk. Schießt es von da aus ab. Auf dieses Signal hin werden meine Männer den Angriff beginnen. Nun gut. Ich sehe euch dann auf dem Schlachtfeld. Das werdet ihr. Im höchsten Punkt zwei Fliegen, eine Klinge. Angriffssignal geben, dann Attentat auf Dante und Silvio ausführen. Das... Ja, was richtig großes Aussichtspunkt erreichen, um Signal zum Angriff zu geben. Ach, da muss ich ja gar... Da oben war ich doch gerade. Das ist... Aber das passiert öfters manchmal, ne? Da versucht man, sich irgendwie die Aussichtspunkte zu ergattern und trotzdem muss man dann irgendwie auf die Aussichtspunkte klettern. Ich glaube, hier von der Seite war ich gerade. Und er hat gesagt, den höchsten Aussichtspunkt in dem ganzen Bezirk. Ja, ja. Boah, irgendwann habe ich solch Oberarme, ne? Die sind dann fett wie Bauklötze. Ja, so nicht. Wohin springst du denn? Du sollst einfach an das Kreuz gehen. Oh, geh doch ans Kreuz. Danke. Ist er nicht gerade ein bisschen zügiger nach oben gesprungen? Habe ich so das Gefühl. Ups. 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 Geht das so? Geht das so? Nein, geht nicht so. Wieso auch? Gut, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Und los geht's. Na komm schon. Und Angriffssignal. Ein. Ja, das kriegt mich auch überhaupt nicht mit, ne? Jawohl, die geben richtig Gummi. Und noch eine Situation. Bartolomeo braucht meine Hilfe. Ja, das sehe ich auch so. Was? Überall ist jetzt... Nein, ich wollte ihn angreifen. Arsenale zurück. Salve, Ezio! Ich hab gedacht, den kann ich sofort irgendwie einsacken. Ja, ja, klar. Dante ist geflohen. Und überall ist jetzt das Sperrgebiet. Ach, die Gebiete. Ein feines Exemplar, nicht wahr? Es sollte euch eine Ehre sein, durch seine Hand. Ach, feier.
mein Sohn! Aber wirklich, diese Backstep, der klappt echt gut. Wir müssen dieses elende Schwein aufhalten! Ja, aber ich muss mal zwischendurch immer. Guck mal. Ist er doch direkt. Den kann ich nicht von hinten. Aber du kommst nicht weg. Du kannst nicht verhindern, dass wir es bekommen. Ich hätte den aber sehr, sehr gerne. Autsch! Ach, stimmt ja. Du weißt es immer noch nicht, oder? Aber wenn das hier mit dir fertig ist... Ich hab gedacht, ich kann dem ausweichen. Scheiße, jetzt gab es irgendeinen... Okay, wieso wehrt er sich denn nicht mehr? Ich bereue nur, dass ich den Hebel... Genug davon. Wir haben keine Zeit. Komm zu mir. Wir müssen abreisen. Ezio, geht jetzt. Dieser Rohling führt euch sicher direkt zu seinem Meister. Meine Männer und ich bleiben hier und verhindern, dass die Wachen euch folgen. Okay. Schnell, die wollen ohne uns ablegen. Wie, habe ich den jetzt nicht... Ich habe den doch gerade in 1000 Stücke zerkleinert. Attentat auf... Oh. Attentat auf Dante und Moro durchführen. Und dann habe ich auch nur noch eine begrenzte Zeit. Na, ah, den habe ich mir schon mal erwischt. Wie, kein Request, ein Patsche? Oh. Okay, hätte ich jetzt aber gedacht. Ach komm, steh auf! Oh. Das ist doch... Der läuft aber auch nicht in das blöde Heuhaufen. In den blöden Heuhaufen. Aber ne. Und irgendwo hier muss er doch drauf sein. Wir kriegen ihn! Oh, fuck. Oh, fuck. Scheiße. Ach, jetzt fange ich hier schon wieder an. Tut mir leid. Einfach nur noch auf Dante drauf. Ich habe noch genug Energie, die ich mir sparen kann. Klasse. Was ist hier passiert? Warum die Schiffe? Ich dachte, ihr wolltet den Sitz des Doge. Nur zur Ablenkung. Wir sollten segeln. Ach, wohin segeln? Das sage ich nicht. Zypern heißt ihr Ziel. Sie wollen. Fürchtet nicht das Dunkel. Empfangt seine Umarmung. Requiescat in pace. Hat er Seepang gehört? Nein. Gut gemacht, Ezio. Silvio ist besiegt. Und der Militärbezirk gehört wieder uns. Vielleicht wird Venedig nun endlich ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Feiern wir unseren Sieg! Ich freue mich für euch und die Männer, Bartolomeo. Aber ich kann nicht bleiben. Mein Weg hat gerade eine Abzweigung genommen. Wie meint ihr das? Silvio wollte Marco gar nicht als Doge ersetzen. Eigentlich wollte er Venedig gerade verlassen. Das war alles nur eine Ablenkung. Wovon? Das muss ich noch herausfinden. Zwei Fliegen, eine Klinge. Wurde absolvierte. Jawohl. Und die Sequenz Brief an Dante Moro erhalten. Okay. Und die Sequenz 10 wurde beendet. Herzlichen Glühstrumpf. Nur wo landen wir jetzt? Eine Waffe kann ich auch noch aufheben. Okay. Wo lande ich nun? Erzähl doch mal. Wo lande ich nun? Florenz? Nein, immer noch Venedig. Aber wieder 2 Jahre später. Aber noch das 15. Jahrhundert, nicht das 15. Jahrhundert, ja, 1500 erreichen.
Da bist du ja, Ezio. Warum so ernsthaft? Ich habe Geburtstag. Wirklich? Meinen herzlichen Glückwunsch. Wie schön. Ach ja? Es ist über 10 Jahre her, dass ich sah, wie mein Vater und meine Brüder starben. 10 Jahre auf der Jagd nach den Schuldigen. Nun stehe ich so kurz davor. Aber erkenne immer noch nicht, was das alles sollte. Du magst es nicht erkennen, Ezio, aber dank deiner Taten ist es jetzt hier besser. Basta. Schau hier. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk. Das Schiffsmanifest des Arsenale. Vom Tag seiner Abreise. Das Schiff nach Zypern? Ist das dein Ernst? Und rat mal, wann es wiederkommen soll. Morgen. Ezio. Leonardo, du bist zurück? Seit eben. Ich muss mit dir reden. Sofort. Geht schon. Habt Spaß, Jungs. Das sollte sich besser lohnen. Oh, kein Zweifel. Komm mit mir. Bleib nah. Diese letzten beiden Kodexseiten. Ich studierte immer die Kopien. Ich weiß nicht, warum ich es nicht. Na, erzähl du mal weiter, Leonardo. Ich muss mich noch von meinen Zuschauern verabschieden. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr wissen wollt, was Leonardo da Vinci mir so Spannendes und Wichtiges zu erzählen hat, müsst ihr einfach in der nächsten Folge wieder mit dabei sein. Und ich sage bis dahin.